Komm, schnapp sie dir alle. Wieder ein neuer Versuch mit Mod-Problemen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Pixelmon-Projekt mit meinem Lieblingsmod. Und dieses Mal sehr gut eingestellt. Also da CurseForge halt immer die Mods, die Configs blockieren, habe ich ja das auch nur in den Livestreams gemacht, um ein bisschen anzutesten, wie viele Spawns es gibt. Und scheinbar wurden Spawns doch ein bisschen reduziert, also man kann den Config jetzt nicht mehr so übertreiben. Also es wird eventuell ein bisschen weniger Pixelmon zu sehen sein, also Pokémon. Aber ich freue mich riesig trotzdem auf das Projekt, weil ich auch ein paar Baumods und so drinnen habe. Und endlich auch kein Biom-Mod, der es zwar schon andere Bioms gibt, aber die ähneln sich eher noch den normalen. Und dann sind die Spawns und zum Beispiel Städten, Dörfer und anderen Sachen nicht so gering. Genau. Und dann habe ich noch ein paar andere Einstellungen, die erkläre ich euch noch, in den Configs gemacht. Also wenn ihr das jetzt zum Beispiel das Modpack haben wollt, ich kann euch die Mods geben, aber die Config, ja, die kann ich einfach reinschmeißen in den Mods-Ordner. Ja. Dann habt ihr die Configs auch, wie ich spiele. Nur ich lade es nur hoch, wenn es wirklich verlangt wird. Gell? Also am besten auf Discord kommen und sagen, ich möchte gerne jo, das Ding haben. Genau. Das Mopic. So, ich habe es mit Multi-MC jetzt dieses Mal gemacht und das funktioniert wunderbar. Multi-MC hat bei mir halt auch immer wieder Crashes gegeben, wegen irgendwelchen Video-Einstellungen. Und jo, darum habe ich das nicht verwendet. Mit einem Jahr. So, also wir nehmen mal ein paar Sachen mit. So. Gut, also das ist jetzt ungefähr das dritte oder vierte Mal. Die Kiste platziert so. Gut, wunderbar. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, gell? Ich werde natürlich ziemlich aufwendig Pokémon, jo, fangen und trainieren und so. Ich werde ab und zu ein bisschen bauen. Manchmal eher in einem Livestream vielleicht eher bauen. Oder wenn es euch gefällt, trotzdem natürlich. Oder vielleicht auch eher Pokémon fangen in den Livestreams, weil es vielleicht nicht unbedingt so mega interessant ist, Pokémon, die außergewöhnlich sind, uns so zu suchen oder so. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr eher in einem Livestream auf Twitch jetzt wieder sehen wollt. Und was halt ja, ihr eher im Let's Play sehen wollt. So, ich glaube, ich nehme jetzt wirklich mal noch nicht so die Sachen mit, die ich nicht brauche. Jetzt haben wir einfach... Okay, Löffel können wir noch gebrauchen. So, einen Film brauchen wir auch nicht. So, die Pokébälle, die lasse ich alle. Kiste lasse ich, nehme ich mit. So, und dann hier noch, ja, Gegengift, ja, brauchen wir nicht. Supertrank noch, gut. Also, dann ist das ein bisschen besser. Und scheinbar spawnt man jetzt immer in einem Dorf. Das ist jetzt in einer der neueren Versionen wahrscheinlich dazugekommen. Könnte mich irren natürlich, aber irgendwie spawne ich jetzt das dritte Mal. Ich habe zwei Testwelten versucht zu machen, um ja, die Spawns ein bisschen zu sehen. Ich bin nämlich in einer Wüste gespawnt und da habe ich wenige Pokémon gesehen. Und dann in einem Tundra-Biom und habe auch wenige gesehen. Und hier, jo, sind schon ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, was mit den Configs falsch läuft bei Pixelmon. Dürft ihr mir gerne ein bisschen erklären. Aber ich habe das recht hoch eingestellt. Also eigentlich, ja, sie sind auch da, aber sie sind ein bisschen versteckt. Also man muss halt ein bisschen Geduld haben bei der Pokémon-Suche, bis es halt gelöst ist. Jo, bis ich da ein bisschen etwas machen kann. Und ja, unser Bauz wegen dem Fliegen, VMs, also dass man fliegen kann da mit dem Starter, habe ich wieder genommen. Ich könnte auch Glumanda nehmen, aber das will ich lieber irgendwo fangen. Und die Scale habe ich jetzt auf 1,9 gestellt. Mal gucken, wie es so ankommt. Ja, die sind kleiner zum Beispiel. Jo. Gut, also wunderbar. Ja, ich freue mich.
Die Welt ist zwar jetzt nicht ganz so gut, aber ich habe ja natürlich nicht unbedingt ständig neue Welten generieren wollen wegen den Welteinstellungen, die sich nicht speichern lassen. Okay, da haben wir mal ein Poké-Loot. So. Feenjuwel, okay, nice. Ah ja, einen Wegpunkt habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, ich mache mal hier kurz einen. Beim Spawn. Dann weiß ich, das Dorf in der Nähe war das Spawn. Aber es ist ja jetzt nicht so wichtig. Also ich markiere einfach gerne den Spawn, damit ich weiß, woher ich wo ich gestartet bin. Einfach so ein bisschen als Information. Und ich sehe gerade rechts oben gibt es gar nicht mehr die Einblendung. Da stand irgendwas, drücke das und das. Vielleicht, weil ich irgendwie das Tutorial jetzt auch gemacht habe und ich einfach gelassen habe. Es gibt so Einblendungen am Anfang, die habe ich weggeklickt. Und dann ist auch das Zeugs da oben rechts weg. Was stört? Unten sind einfach noch diese Sachen. Die kann man aber, glaube ich, nicht ausstellen oder so. Habe keine Option gefunden, um die rechts unten auszublenden. Naja. Egal. Kornblumen nehme ich noch nicht mit. Die sind halt schön. Die würde ich gerne mal platzieren. Und ich versuche einfach ständig ein bisschen etwas zu bauen. Also nicht etwas mega Schönes schon zu versuchen und zu warten, bis ich den Loot, die Items habe, oder zum Bauen. Sondern immer schön ein bisschen weiterbauen. Und ich habe schon vor, also ich habe schon ein bisschen etwas vor. Soll ich schon sagen? Ich lasse euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Weil ich das einfach gerne mache. Nein, ich will euch einfach nicht zu viel verraten. Ich lasse euch einfach so ein bisschen, ja, freuen mehr. Und auch, was ich für Pokémon trainiere und ins Team nehme. Das müsst ihr ja nicht so schnell sehen. Das dürft ihr bemerken. Genau. Ah ja, ich habe ja eine Holzaxt. Nicht mal gesehen. Nicht mal gemerkt, richtig. Dann geht das auch ein bisschen schnell. Jo, und ich bin sehr gelassen, weil ich mich auch so. Also ich freue mich nicht so heftig, dass ich unerwartet ungeduldig bin, oder? Sondern ich freue mich einfach, dass es wieder weitergehen kann. Und oh, Volteball. Wie eckig der Volteball ist. Schön blockig. Das ist Hubbelluft oder so. Genauso einen Esel möchte ich eigentlich holen. Ich muss mir das merken, damit wir schneller laufen können. Also reiten können. Okay, jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Ja, ich habe jetzt keinen Mod für schnelle Leaf Decay, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Sind wir ein bisschen ungeduldiger manchmal. Ungeduldiger, bevor wir Bäume farmen. Okay, sie sind zu hoch. Ich tue die jetzt nicht irgendwie, ja, probieren zu fangen. Okay. Einfach ohne Killen, also ohne Lower Health zu machen. Okay. Ja. Klappt mit dem World Generator. Okay, nochmal so ein Dorf. Sehr gut. Ja, gehen wir Stein holen dann. Wollen wir hier einziehen? Ich glaube, ich ziehe hier ein, weil hier ist auch flach zum Anpflanzen. Ich ziehe einfach hier. So. Sogar Doppelbett. Jo. Okay. Crafting Table haben wir noch nicht, aber viel Holz durch die Kiste. Ich habe jetzt einfach mal die Kiste generieren lassen. Weil wir müssen ja nicht unbedingt so survival-mäßig starten. Wir haben ja gar keine Monster. Und deshalb geht das schon in Ordnung, oder? Ja, jetzt können wir einfach nichts machen, weil wir schon eigentlich alles haben. Dann, ja, dann die pflanze ich an. Wiederbar, nein, wieder war nicht. Buch, Eichenstamm, Setzlinge anpflanzen und ja, Kartoffeln müssen wir ja nicht mitnehmen. So, dann haben wir hier noch eine Lootkiste mit nichts drin. Und ja, sonst eigentlich nicht viel. Also, wir wollen irgendwo nach unten gehen.
Also die Spawns sind viel, aber sie sind weit auseinander. Ich mache mal den Spawn-Radius ein bisschen kleiner. Das im nächsten Part. Oh, das ist ein geiles Schweinchen. Pokémon. Also hier will ich ein bisschen Garten machen, dann mache ich vielleicht einfach hier. Ja, danach den Keller. Ja. Gut, also ein Lagerkeller, ein kleiner, ja. So viel Loot, wie wir halt haben. Und da ist immer unten, oder einfach das Wichtige oben beim Ofen, platzieren und das Unwichtigere unten. So. Ich liebe es, wenn einfach der Keller außen ist am Haus. So altmodisch. Gut. Jo, jetzt haben wir genug Stein, aber keine Sicht. Ich lasse das natürlich ein bisschen dunkler. Wir haben ja sowieso kein Fackelproblem oder Kohleproblem. Komm mal. Nein, komm mal zu mir. Also schau zu mir. Komm jetzt. Hallo, schau jetzt zu mir, du Angsthase. Jetzt schau zu mir. So ist aber auch schon. Okay, danke schön. Ich kämpfe immer mit der richtigen Kameraeinstellung fürs Thumbnail. Und ja, so viel Zeit habe ich ja nicht abzuwarten und dann irgendwann mal ein Bild zu machen. Das habe ich einfach nicht. YouTube braucht zu lange zum Hochladen. Und dann bin ich einfach immer AFK. So, noch ein Loot. Hypertrank. Also, dann haben wir einen Ofen. Dann können wir Holzkohle machen und sind wir weit. Okay. Ja, ein bisschen wenig Holz auf einmal. Müssen wir halt ein bisschen. Müssen wir gleich drücken. Nein, können wir ja nicht. Nur zwei Öfen. So. Also. Das normale Holz zum Beispiel und das wird sehr häufiger. Und Birkenstamm. Wir können hier gleich Holzkohle nehmen. Hier. Dann haben wir wieder ein bisschen Holz. Bitte. Prima. Also Äpfel brauchen wir ja nicht mehr so schnell. Ja doch. Kartoffeln können wir eigentlich braten. Holen wir mehr Stein. Holen wir Holzkohle. Zuerst. Machen dann. Fackeln, gut. Und können wieder ein bisschen Stein holen. Wunderbar. Und müssen nicht schlafen. Ja, also Pixelmon ist schon sehr, sehr gechillt. Also das, da müsst ihr nicht Stress haben wegen Survival oder so. Ich würde gerne, ja, vielleicht ein bisschen beschädigt, also Schaden bekommen vom Pixelmon. Aber das wäre ja dann ein bisschen unfair. Nur, jo, muss ja nicht sein. Kann ja chilliger sein, als man will. Okay. Prima. Es läuft gut. Und ja, ich hoffe, der Anfang war nicht zu langweilig, weil ich im Pause-Bildschirm war. Wollte kurz ja zuerst mal kurz das Projekt ein bisschen erklären, was so gewesen ist. Aber ja, wenn es euch Spaß genug macht, dürft ihr ja gerne ein bisschen Aktivität mit Kommentaren oder so zeigen. Genau, weil es jetzt relativ wenig wurde auf YouTube. Auch bei Großen finde ich das natürlich spitze. Wenn ihr ein bisschen Kommentare schreibt, das für die Aktivität bei mir. Sonst fühle ich mich ganz einsam. Na, nicht ganz, aber ich bin ja nicht so anspruchsvoll. Das kann ich noch nicht abbauen. Ne? Ich habe nicht den Mod drin, der steht, ob es abbaubar ist oder nicht. Der gibt es, glaube ich, für die Version auch nicht. Das ist die 1.16.5, weil die 1.20.2 Version noch nicht fertig ist. Das haben wir in einem Livestream getestet. Ist noch nicht fertig. Ist nicht balanciert. Es gibt zum Beispiel kein Pokémon-Loot. Und irgendwie die Bären sind auch zu selten und so. Und in dieser Version gibt es sogar eine Einstellung, dass die wild spawnen, die Bärenbäume. Aber das sieht so heftig durcheinander aus, dass ich das einfach nicht gemacht habe. Sieht zu bunt aus. Wir wollen lieber die Bärenbüsche wirklich auch suchen und finden müssen in Dörfern. In verschiedenen Dörfertypen gibt es verschiedene Bärenbüsche, oder? Ah, im Garten.
so cool. Ich habe ihn kaputt gemacht, weil es unrealistisch ist. Okay, von Fackelschein ist es realistisch, aber so in Dunkelheit, das ist nicht so realistisch. Ich weiß nicht, ob jede Pflanze Licht braucht, und wenn es so ganz in der Dunkelheit ist. Nee, Nachtschatten brauchen auch nicht unbedingt so Licht. Die wollen nicht unbedingt so viel Licht haben. Aha. Sieh einer an. Wir kommen langsam wieder zurück. Gehen wir hier oben noch durch. Aber so weit will ich jetzt auch nicht erkunden. Ich will ja Pokémon fangen. So, also wir sind eigentlich ziemlich bestückt mit Eisen. Das heißt, wir können die Werkzeuge schon mal machen. Und genau, gehen wir noch kurz hier runter. Nicht weit, gell? Nicht weit, Spiel. Nein, nicht weit. Lieber nicht so weit. Hm. Aber Eisen haben wir noch. Und das ist Kristall, ja. Ist denn eine neue Version rausgekommen? Nein. Die Erze sehen einfach ein bisschen anders aus. Seit einem der letzteren Version. Gut. Ist ja nicht schlecht, ein bisschen abwechseln. Also die sehen, glaube ich, gleich aus, aber die anderen kamen gar nicht so bekannt vor. Oh, das ist von einem anderen Mod und nicht Pixeln. Kann schon sein, dass es ein neuer Mod ist, den ich reingetan habe. Ah, hier. Ich dachte schon, ich brauche doch nicht weit weg. So richtig schön versteckt. Silikon ist auch Eisen. Eisen abbaubar. So. Prima. Heyo. Naja, die wollte ich noch anpflanzen. Also gut. Machen wir direkt Eisen rein. Und hier können wir. Ich könnte eigentlich schon. Ja, machen wir noch mehr Holz. Und nehmen wir die noch mit da. Die Holzkohle. Also pflanzen wir doch hier mal die besseren Bäume an. Holzkohle. Hier die haben manchmal auch zu groß werden. Und jetzt muss ich mal ausprobieren. Also ohne Stirk geht's nicht. Oder ohne Umschalt? Ja, mit Umschalt geht das, okay. Ich habe den richtigen Mod drin. Sehr gut. Jo. Das freut mir. So, hier haben wir mal blaue Abrikokos. Die haben nicht schon mal. Die haben ganz volle Früchte. Hey. Also irgendwas ist an Pixelmon anders geworden. Ist vielleicht doch ein neues Update rausgekommen. Hm. Das kommt mir nicht mehr so bekannt vor. Oh, schön viele Blumen. Und das ist das ein Dorf, ja. Sieht sehr schön aus hier. Ich mache wahrscheinlich ein Dorf. Fusionszeugs, also. Ich kümmere mich ein bisschen um ein Dorf, mache es zur Stadt. Und so eine Rettan, eine blaue Rettan, ist so cool, weil Boss selten, hä? So cool. Stört mich gar nicht mal in Blau, aber so in Lila oder Grün stören mich manchmal auf die Farben von den Pokémon-Bossen. Gut. Also ich suche immer noch Pokémon, die ich besiegen kann. Aber ich muss da irgendwie noch etwas einstellen. Also im nächsten Part wird es dann so sein. So viel testen konnte ich leider noch nicht. Ja, ich muss weniger rennen. Da haben wir gelbe Abikokos. Also immer kurz Pause machen am besten, weil wir noch nicht so viel Essen haben. Ja, das reicht. Und das ist? Ist das weiß? Ne, ist auch gelb. Schade, nur zwei gleiche Bäume hier mit einer Frucht. Aha! Perfekt. Ich liebe das Schiff. Das ist ein Team Rocket Schiff. Und ja, die lasse ich hier. Die muss ich jetzt noch nicht mitnehmen. Genau, ein Ding. Crafting Table wäre nicht schlecht. So, vier Achievements schon. Mhm. Blau haben wir schon. Jo, ist auch ein schönes Dorf. Aber das Pokémon Center ist ein bisschen unrealistisch. Ja, Minecraft unrealistisch ist nicht so.
Wenn es realistisch ist, ist es eher langweiliger. Ja. Ist leider so ein bisschen. Realismus schadet Minecraft eher ein bisschen. Aber es ist einfach zu cool, Minecraft, dass es irgendwie nicht griff ist. Da mehr Brot. Und Fisch. Die anderen Sachen lasse ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Okay, kein Essen mehr. Aha. Sehr gut. Jo. Oh, noch mehr besser. Also, Pokémon fangen können wir jetzt. Also, im nächsten Part gibt es Pokémon gefangen. Ich tue die Pokémon wirklich sehr viel besser einstellen. Komm, wir machen das kurz zusammen, dass das schon gemacht ist. So, das ist der falsche Ordner. Das ist der Papierkorb, wegen welchem Mod gelöscht habe, den ich eigentlich brauche, weil es ein Core-Mod ist, das dann funktioniert. Der Tricapitator-Mod, glaube ich nicht. Config. Nein, nein, spawnen. Öffnen mit Editor. So, Pokeloot. Wird spawnen. Aha, das habe ich hochgesetzt. Ich hoffe, sie sind nicht dicht aneinander. Ja, das ist ziemlich hoch, also sollte eigentlich nicht zu sehr hoch sein. So, und ich glaube, ich kann einfach kurz die Welt neu laden, oder? Dann geht es nicht so lange. Mal schauen, wenn es Crash gibt oder wenn mein PC explodiert, dann liegt es an mir. Was? Ja, ich weiß, was ich tue. Hä? Wieso hat Minecraft oder Mojang jetzt noch mehr Sicherheit? Ich weiß doch, dass ich Mode, also dass ich Mods benutze. Das müsst ihr mir nicht erklären. Gucken wir mal kurz noch. Oh, schöner Berg. Geil. Da muss ich auch etwas bauen. Ich mache, glaube ich, ein bisschen Waypoints und tue sie unsichtbar machen. Dort, wo ich etwas plane. Sehr gut. Okay, das Bild ist korrekt. Weil ich unten die Taskbar habe, ist das manchmal ein bisschen unkorrekt. Dann habt ihr schwarz unten, aber das ist nicht schwarz. Und nur der Balken beim Bildschirm-Ding muss ich halt immer noch was erkennen. Also, das ist wunderbar. Dann immer schön ausmachen. Genau. Und ich kann irgendwo noch Gruppen machen. Ich weiß nicht wie. Beim anderen Xeros Minimap weiß ich wie. Also das ist ja auch einfach. Also hier bauen wir irgendwas. Ich weiß aber noch nicht was. Bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt. Wäre nicht schlecht. Dankeschön. Gut, also Lava haben wir noch. Jo. Aber irgendwie die Pixelmon-Spawns sind auch immer noch so weit weg. Ich glaube, ich reduziere das nochmals. Bevor wir kurz looten, machen wir das einfach nochmal kurz. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen nerve. Sonst nerve ich nicht so. Aber natürlich möchte ich das schon angepasst haben. Also 40 nicht, aber 60. Ja, und wo ist es gewesen? 64. Aber ich weiß nicht wieso, aber irgendwie funktioniert das nicht mehr richtig. Seit ein paar Versionen hat da wahrscheinlich das Entwicklerteam von den Mods ein paar Probleme eingebaut, Bugs oder so. Okay, gut. Ich finde den Loot eigentlich sehr toll hier. Das Inventar ist echt voll. Oh. Eine Uhr nehme ich auch mit. Fisch brauchen wir zum Beispiel nicht unbedingt. Papier brauchen wir aber schon. Und der Abwehr fehlt. Komm, setz ihn einfach kein Schwein mehr. Also und die Schatzkarte. Aber die ist im Norden, okay. Der Schatz ist im Norden. Die Schatztruhe. Okay.
Hä? Ist der immer schon blau? Ich kenne die Pokémon noch nicht so, die neueren. Nur vom Pixelmon. Da oben ist ein grün, blau-grüner Windgul. Jo, die Spawns sind häufiger geworden. Pipi, also nein, Pixie. Ja, jetzt ist besser. Ah, bin ich froh. Bin ich froh, dass wir mehr Pokémon wieder haben. Also entweder wurde es verändert oder dass es anders wirkt. Diese Zahlen. Oder es ist einfach so performance-technisch gemacht worden, dass Leute nicht meckern wegen Lecks. Aber ich hatte vor ein paar Jahren mal mega viele Spawns und es hat nie geleckt bei mir. Ich hatte ja noch einen schlechten PC damals. Mit einer viel zu heißen Grafikkarte. Also 4K 980 von Nvidia. Und ja, also 980 Watt. Irgendwie so das. Und die hat immer zu viel gerechnet, weil sie ja 4 Kerne hat zum Rechnen. Und das ist nicht gut für moderne Spiele, die nicht mehr so eingestellt sind. Oder eingestellt sind, damit sie mehrere Kerne benutzen. Und dann ist die Grafikkarte immer mega heiß geworden. Und G-Sync ist nicht ausstellbar gewesen und so Sachen. Hatte ich ja einen neuen PC machen müssen. Oh, jetzt habe ich den Balken vergessen. Tut mir leid. Bin einfach davon gelaufen. Die Sachen nehme ich jetzt nicht mit. Okay, ich kann hier fackeln. Ich habe zu viele Sticks. Na komm. Dafür den Loot hier wieder. Was Glücks? Ah, das ist doch eines mit Alapis, glaube ich. Zum Entwickeln von Alapis. Ah, Janeiro, okay. Janeiro zu heiter. Ja, beide. Dann kommt Heiterer. Nein, das lese ich falsch. Doch Heiterer ist das Baby? Aha. Nein, Heiterer ist das Große eben. Wonera ist das Kleine. Okay, das habe ich gar nicht gelesen. Gut. Ja, so ist man mit 1002, glaube ich, Pokémon überfordert. Oder mittlerweile vielleicht sogar mehr. Ja, schönes Gebirge. Hier können wir auch noch etwas bauen. Und wir haben auch noch so eine Base. Die sind ja sehr häufig, also fast ein bisschen zu häufig am Spawn. Aber sie sehen schön aus. Galaxy Hauptquartier. Sollten es sein, glaube ich. Oh. Nein, das sind keine Dorfbeträte. Ja, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Blumen muss ich nicht haben. Weil ich ja einfach diesen Loot halt schon haben will und nicht so häufig ist. Kohle für... Okay, ich mache nur kurz Eigenstein. So, Kohle ist schon wichtig. Ja, der Rest looten wir dann später. Ja. Oh, ein Riesenkohle. Also in einer Testwelt hatte ich mal ein riesengroßes Bidiza. Genau. Und das sah richtig schön aus. Und ein großes von diesem Schweine-Pokémon in Weiterentwicklung. Flammferkel. Kenne ich nicht. Aber einfach von diesem Starterfeuer-Pokémon aus einer Gen. Ich glaube aus der 6. Also. Die weiterentwickeln, also die Mittelentwickeln. Die zweite, also die erste entwickeln sozusagen, ja. Vielleicht Spannferkel. Aber das kenne ich natürlich auch nicht. Schwarz, weiß, schwarz, zwei. Schwarz, ja. Schwarz und weiß, zwei. Kenne ich leider nicht. Es ist, glaube ich, von dort, weil das ja nach Diamant kam. Und Platin. Ja, interesting.
So, jetzt haben wir so einen Rundgang gemacht. Wieso ist der Sand so dunkel? Minimap wahrscheinlich vom Texture Pack noch am Rendern. Aber dort sind mehrere Sandblöcke so unterschiedlich, das sieht hässlich aus. Und es gibt heftige Grafikfehler bei den Pixelmonsters manchmal. Also so riesen... es ist wahrscheinlich ein Effekt, weil ja die Texturen rosarot werden, wenn sie nicht existieren. Und deshalb darf ich das Texture Pack eigentlich nicht verwenden. Es ist nicht vollständig, oder? Es würde hässlich euch etwas Hässlicheres zeigen. Etwas nicht in Ordnung. Hässlich ist es ja nicht unbedingt, aber grell. Und ja, deshalb habe ich das Resource Pack Chroma Haze nicht dabei. Aber die sind durchsichtig, hä? Also die sind, die machen, die sind einfach immer zu sehen, oder? Durch die Blöcke durch. Geil. Ultradimension. So. Also Inventar schon komplett voll am Anfang. Bin hier toll. So, aber Fackeln haben wir noch. Oh, nochmals ein größeres Pokémon. Noch ein größeres Pokémon. Schade, so hochlevelt. Ich finde irgendwie die kleineren Pokémon aber besser. Also bei manchen eher kleineren Pokémon finde ich es besser. Aber bei großen, die noch größer sind, riesig, dann finde ich es einfach zu groß. Ich möchte sie aber eher ein bisschen größer, ein bisschen unterschiedlicher haben. Deshalb habe ich 1.9 verwendet. Weil ich wieder so einen Mega Groudon haben möchte. Da lege ich einfach die anderen Projekte an, irgendwo in einem Thumbnail. In einem Livestream habe ich das auch gezeigt. Ich denke, es waren ungefähr 35 Meter. Oder höher. Da links oben ist unsere Base. Schöner Regen. Gut, also wir sind wieder zu Hause. Der Part ist schon ein bisschen länger, als ich eigentlich gerne machen würde. Aber das ist ja klar, das ist ja auch sehr toll. Da möchte man und kann fast nicht kürzer machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr gerne einen Kommentar schreiben. Wenn nicht, dürft ihr auch gerne einen Kommentar schreiben. Und ja, gebt einfach ein bisschen Feedback. Und dann weiß ich auch, was ich unbedingt besser machen soll oder was ich schon gut mache. Würde mich freuen. Also, es muss ja euch mehr Spaß machen, also macht ihr auch etwas dagegen. Gut. Und ja, schreibt ein bisschen, was ihr so wollt. Ich wäre gerne euer Glücklicher, also der euch glücklich macht. Okay? Tschüss. Bis gleich zum nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Und ja, ich denke, es wird wieder ziemlich gut laufen. Also das hoffe ich einfach. So eine Schatzkarte brauche ich dann. Hallo? Liebes Spiel. Ah, das ist eine... das habe ich gar nicht mal erkannt. So wenig spiele ich mit Redstone-Truhen. Das heißt nämlich überhaupt nicht Redstone-Truhe. Aber es ist ein bisschen rot und deshalb Redstone-Truhe. Gut, Dankeschön fürs Zusehen und ja, tschüss.